Ja, ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Lego Dimension. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind im nächsten Level. Das hier könnte dich interessieren. Ja, ich weiß, dass ich zur Lego Welt reisen kann. Ja, wie gesagt, wir sind im nächsten Stage. Ich habe jetzt leider eine kurze Pause gemacht, deswegen. Oh. Das hier könnte dich interessieren. Ja, ich weiß, dass der zu Herr der Ringe reißen kann. Gut, gucken wir mal, wie wir hier weiterkommen. Obwohl, wir müssen ja eigentlich keine Punkte mehr einsammeln. Da oben ist was, das brauchen wir. Wenn, dann brauchen wir das nur fürs Tunen nachher. Seid bereit für mein Feuerwerk. Okay, Feuerwerk? Na dann, zeig mal. Zeig mal, Gandalf. Ja, wie gesagt, ich bin neu an auf. Ich nehme jetzt nur schnell. Ich muss in anderthalb Stunden auf Arbeit. Ja gut, knapp zwei Stunden auf Arbeit. Mal wieder. Deswegen nehme ich jetzt nur schnell wieder noch drei, vier Folgen auf. Bumm. Ja, eigentlich brauchen wir keine Coins mehr. Das Ding ist aber, wir können die ja zum Tunen nehmen. Oder zum Auf. Deswegen nehmen wir doch noch ein paar mit. Haben ist immer besser als brauchen. Ist wie mit dem Kondom. Obwohl, wenn. Mit Kondom ist es ja eigentlich, wenn du keine hast, kann man ja trotzdem noch schöne Sachen machen. Ihr wisst, was ich meine. Seid ihr alle alt genug? Ihr seid ja alle alt genug. Einfach aussehen, aber ich muss immer auf Fallen gefangen sein. Okay. Nimmst du schon ein bisschen wichtig, oder? Mr. Nice Bad. Der Bad Bad. Nice Guy. Ich meine, wir sind heute nicht. Ja, wie gesagt, ich feiere das Spiel immer noch so dermaßen. Manchmal ist es ein bisschen anstrengend. Die Level-Erweiterungen kommen natürlich auch danach noch nach der Hauptkampagne dran. Die sollen immer so im Schnitt eine Stunde gehen. Wobei es ja dann noch direkt diese großen Level-Erweiterungen gibt. Die Ghostbusters, Simpsons und, okay, hier muss irgendwo was versteckt sein. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie da hochkommen. Es kann sein, dass wir jetzt die ganzen nächsten Folgen hiermit beschäftigt sind. Warum fliegen die immer so weit weg? Okay, hier muss ja irgendwo was versteckt sein. Gucken wir mal, was mit ihr besser entdecken. Brauchen wir schon Absperrgitter. Da ist es. Da ist es. Was kommt jetzt? Okay, läuft bei denen. Du kannst dir deinen Weg aus dieser Testkammer nicht freikaufen, egal wie groß deine Scheine sind. Soldat, hier drüben! Ich wurde hinter den feindlichen Linien gefangen genommen. Du musst dich befreien. Ich kann nicht. Warte mal, wer. Wem ging denn das? Mit wem ging denn das? Mit wem konnte ich denn solche Sachen kaputt machen? Ist aber auch kein Tippgeber, gell?
Okay, dann gucken wir mal, was wir mit den anderen Fähigkeiten hier noch so bezaubern können. Wenn nicht, müssen wir hier nochmal zurück. Komm schon, Batman. Oh, ich freue mich schon auf die ganzen anderen Erweiterungen, beziehungsweise die ganzen anderen Lego-Spiele. Was, wieso geht das zurück? Alter. Sehr. Alter Schwede. Und jetzt? Nein! Schluss mit Mr. Nice. So was. Steh doch drauf! Stand nicht richtig drauf. So, was wollen wir jetzt hier machen? Ah, okay. Der weltbeste Detektiv schlägt wieder zu. Der weltbeste Detektiv schlägt wieder zu. So, da müsste das ja jetzt auch erledigt sein hier mit der Kraft. Dann müssen wir mal gucken. Das ist mit größer und kleiner werden. Das mit Feuer. Warte mal. Komm schon. Komm schon. Ich mag den kleinen Batman. Okay. Okay, dann ist das auch offen. So, hier habe ich die Vermutung, das hat was mit... Warte mal, Gandalf. Nee, das hat was mit Feuer zu tun.
Okay, dann Gandalf. Oh Gott, ich bin so klug. Ich bin so fucking klug. Nur Gegenstände wieder können die Würfelschalter bleiben. Ich hab den, aber warum? Ich kann den leider. Warte mal. Wir cheaten mal wieder. Seht, er kommt durch das Tor. Ich bin es, Superman! Hm. Ich hab das Ding, aber ich kann's nicht anwenden. Dann nimm mal wieder Batman raus. Superman raus. Was höre ich da? Eine Katze auf einem Baum? So, wo. Das letzte Punkt ist dieser hier. Achso, ich glaube, wir müssen da unten den Knopf drücken. Ich glaube, wir hätten da unten mal den Knopf noch drücken müssen. Und zwar diesen da. Wie kann ich denn das da einschalten? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Also das ist schade, hier wäre noch einiges gewesen zu tun gewesen. Gewesen. Level 9, ey, wie viel kommt denn da noch? Ich mag es nicht beobachtet zu werden. Sieh mal, das mag ich am allerliebsten. Tödliches Neurotoxin. Vorsicht, du solltest lieber nicht zu viel davon einatmen. Ach, ich mach das aber eigentlich auch ganz toll. Ich finde das eigentlich gar nicht so verkehrt. Und jetzt was? Okay, eins ist da oben drin. So kann er nicht zaubern. Gut, dann fangen wir mal irgendwo hier an. Oh Gott, das ist. Weil's da. Du kannst es immer am besten. Wo ist das Geheimnis? Wo ist das Geheimnis? Da ist das Geheimnis. Da ist das Geheimnis. Da ist das Geheimnis. So. Was kommt jetzt? Was war denn das? Das wollte alles eliminieren und Feuer und Explosionen gab es auch. Eine bewundernswerte Einstellung. Ja.
Nur mit Gewalt. Ich frag mich, wie man hier runterkommt. So. Dann, größer, kleiner, wo kann man das anwenden? Kann man hier gar nicht im Moment anwenden. Aber Feuer kann man hier anwenden. Ich fürchte, für diese Lösung bedarf es mehr als eines elbischen Spruches. Ich kann vorbei und dieses Ding hier weiterreichen. Was auch funktioniert hätte, wenn ich, da ist Erde, da muss dann was wachsen. Wenn ich hier, wie heißt der, Quasti geholt hätte? Der kann ja auch Wasser spritzen. Ach scheiße, den hätte ich sogar hier stehen gehabt. So. Nächste. Lasst uns diese Frage ein für alle Mal aus der Welt. Kaffee. Kaffee oder Tee? Kaffee. Okay, einmal geht er da rein. Das Rosane. Warum kann ich den Knopf hier nicht drücken? Was höre ich da? Eine Katze auf einem Baum? Ich muss weg. Okay, sie verliert sofort instant Leben. Okay, also muss ich wahrscheinlich erstmal hier. Oh, das war knapp. Erinnert mich daran, das nie wieder zu tun. Okay, machen wir. Wir müssen wahrscheinlich damit oben das Giftgas irgendwie. Okay. Dann saugt man damit das Giftgas raus. Dann setzen wir sie dahin. Und machen das. Und dann setzen wir sie wieder dahin. Dann haben wir das auch schon mal offen. So, jetzt müssen wir noch hier alles mit der Farbenlehre machen. Oh, das kriege ich doch nie hin. Das hat man gerade. Das mit größer werden und kleiner werden haben wir noch nicht benutzt. Warte mal. Die hier drunter stellt. Nee, bringt nichts. Doch, da. Ich sehe es. War schon richtig, aber falsch. Falscher Ort sozusagen. War schon die richtige Fähigkeit, aber der falsche Ort. Der ist doch. Warte mal. Nee, das ist es nicht. Ich
sollte wohl sicher gehen, dass dem keine bösen Zauber eingewebt wurden. So. Jetzt haben wir, können wir die Farblehre benutzen. Wir brauchen Rot, also Gandalf. Dahin. Ah, falsch. Warte mal, Rot. Achso, ich hab's nicht aktiviert, oder? Ich krieg das mit der Farblehre, krieg ich nie hin. So, also nochmal Gandalf Rot. Muss. Ah, warte mal. Warte mal, ich glaube, ich hab's rausgefunden. Also, warte mal. Also. Er muss rot. Das muss rot sein. Okay. Lass mal sie mal gelb werden. Genau. So funktioniert das. Ah, okay. So, dann brauchen wir lila. Das ist... Also muss er aufs Blaue. Und dann muss ich Gandalf noch aufs Blaue setzen. Genau, jetzt muss ich Gandalf aufs Blaue setzen. Genau. Jetzt habe ich das verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Du hast etwas Anerkennung verdient. Danke. Durch Schummeln, Ignorieren der Regeln und das Zerstören des Enrichment Centers hast du diesen Test bestanden. Glückwunsch. Danke. Gut, meine Lieben, wir machen aber an der Stelle wieder Feierabend. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ciao.